Der anklopft, dem wird aufgetan. Es spricht von dem Prozess. Und manchmal müssen wir dranbleiben. Und so hilft es uns dann. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen bereit machst zu hören. Hilf uns, alles beiseite zu legen, was dich daran hindert zu sprechen. Hilf uns, beiseite zu legen, Festlegungen, festgefahrene Meinungen, Theologie, die wir aufgebaut haben, die entgegen dem spricht, was du eigentlich sagst. Falsche Bilder in Bezug auf dich, unseres Mitmenschen. Und sei du, Heiliger Geist, dabei, wenn wir das nächste Mal Menschen zuhören. Erinnere uns daran, dass in dem Maß, wie wir anderen zuhören, wir fähig sind, Gott dem Vater zuzuhören. Hilf uns, Vater, dass wir dich als wichtigste Person überhaupt, als Priorität Nummer 1 setzen und dir das immer wieder ausdrücken, indem wir deine Gegenwart suchen, dein Reden zu verstehen suchen, Herr. Und ich danke dir, dass du schon gesagt hast, wer sucht, der wird finden. Und so bete ich, dass die geistigen Ohren und geistigen Augen eines jeglichen Zuhörers aufgehen in dem Namen Jesus und dass du unsere Herzen vorbereitest jetzt für die Zeit des Austausches, der Fragen und vielleicht auch des prophetischen Redens, aber vor allem auch vorbereitest für all das Wunderbare, was noch kommt in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte euch gerne eine Hausaufgabe geben, die ihr üben könnt in eurer Zeit. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch irgendwann die kommende Woche mal eine halbe Stunde nehmt. Weil wer mehr macht, ist auch okay. Wer es jeden Tag macht, ist auch okay. Aber ich mache es lieber so, dass wir lieber kleine Ziele angehen. Und wenn du viel mehr erreichst, ist es fantastisch, wie dass du dir Stress machst und dann eben es gar nicht schaffst. Und dann sagst du, das mache ich gar nichts, weil ich habe es ja sowieso nicht jeden Tag geschafft. Aber vielleicht mal eine halbe Stunde. Und dann setzt du dich hin und ohne das Wort Gottes aufzuschlagen, sagst du, Vater, bitte gib mir eine Bibelstelle. Und dann gibt er dir vielleicht Jesaja 6. Vielleicht noch den Vers dazu. Auch dort sei klar. Vielleicht sagst du, gib mir eine Bibelstelle. Und er gibt dir ein Kapitel. Und dann sagst du, gib mir noch einen Vers. Geh nach dem, wie du innerlich empfindest. Und ohne diese Stelle dann anzuschauen, es darf auch keine Bibelstelle sein, die du sowieso schon auswendig kennst, sondern bitte ihm um eine Schriftstelle, die du noch nicht kennst. So, er wird dir eine Schriftstelle geben, 1. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 5. Oder irgendwas, wo du nicht weißt, was da steht. Dann schreibst du das auf. Du schaust noch nicht an, weil du weißt ja noch nicht, was da steht. Dann sagst du, Herr, gib mir ein Bild oder ein Wort dazu, ein Wort. Oder zwei Worte. Und einmal kriegst du vielleicht das Wort Tod. Denkst, ah, Tod, was hat Jesaja 6 mit Tod zu tun? Du liebe Zeit, du guckst immer noch nicht. Du schreibst nur das Wort Tod auf. Oder kriegst du das Wort vielleicht Sterben. Du schreibst nur das Wort Sterben auf. Denkst, oh, jetzt bin ich total daneben. Jesaja 6 und Sterben, was hat das damit zu tun? Und dann sagst du, okay, Herr, jetzt habe ich die Schriftstelle, die ich noch nicht angeschaut habe. Jetzt habe ich das Wort Sterben. Ich verstehe das noch nicht ganz. Was möchtest du mir persönlich damit sagen? Du schaust immer noch nicht die Schriftstelle an. Und dann schreibst du die Gedanken auf. Und dann kommt auf einmal die Tante Erna dir in den Sinn. Und denkst, was denke ich jetzt an die Tante Erna? Die geht mir sowieso auf den Keks. Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber schreib schon mal auf Tante Erna. Und damit du das alles gemacht hast, dann schaust du dir an. Du schaust dir die Schriftstelle an. Und auf einmal liest du Jesaja 6. In dem Jahr, als der König starb. Der König starb. Ich habe das Wort Sterben gekriegt. Das passt zusammen, Sterben. Aber was hat es praktisch zu tun mit Tante Erna? Wird Tante Erna sterben? Du sagst, nein, sie wird nicht sterben. Aber auf einmal erkennst du, hey, ich habe einen Konflikt mit Tante Erna und für mich ist es ein persönliches Sterben, sie anzurufen, mit ihr zu sprechen. Um Vergebung zu bitten, kann persönliches Sterben sein. Aber du tust es, weil du liest weiter in Jesaja 6, weil es heißt dort, in dem Jahr, als der König starb, sah ich den Hohen, den Erhabenen. Jesaja sah Gott auf dem Thron sitzen. Als ein Sterben geschah, sah er die Herrlichkeit.
Gott sagte zu Mose, niemand kann am Leben bleiben und mein Angesicht sehen, meine Herrlichkeit sehen. So, das ist ein persönliches Sterben. Plötzlich fängt Gott an, zu dir zu sprechen über das persönliche Sterben. Im praktischen Alltag zu jemandem zu gehen, mit dem du vielleicht einen Konflikt hast. Das ist ein persönliches Sterben. Wenn du sehr verletzt bist, wenn es sehr tief ist, das ist ein persönliches Sterben. Sterben heißt, ich tue nicht, was mir mein fleischlicher, mein natürlicher Mensch sagt, was ich gern tun will, auf Distanz bleiben. Ja, ja, ich habe ja die Tante Erna lieb. Aber was die mir da angetan hat, die Rache, die dein Herz fordert. Unvergebenheit ist nichts anderes, wie dass man noch nicht losgelassen hat, das Recht auf Genugtuung und Rache. Und du kannst dieses Recht auf Genugtuung und Rache nur loslassen, wenn du daran glaubst, dass da ein gerechter Richter ist. Dass da jemand ist, der gerecht richtet. Und dass du verstehst, dass es um den Zustand deines Herzens geht. Denn in den Schriftstellen, die auch in der zweiten Lektion, die wir angeschaut haben, dort kommen, wenn er sie durchliest, wenn er sie durchstudiert, sind auch Schriftstellen, die davon sprechen, dass das Volk sein Herz hart gemacht hat. Durch den Umgang miteinander. So auch hier wieder die Verbindung mit unserem Nächsten, dem Umgang miteinander, kann den Zustand unseres Herzens beeinflussen und somit auch unsere Fähigkeit, Gottes Stimme nicht nur zu hören, sondern auch zu verstehen. Ein hartes Herz kann Gottes Stimme nicht hören und vor allem auch nicht verstehen. Es ist wie eine Mauer, da dringt nichts durch. Und darum sprach der Herr oft in einem Wort und spricht davon, ich werde dein Herz fleischern machen. Ich werde es wieder weich machen, ich werde es sanft machen. Und die Schrift sagt uns, wie wir das tun, indem wir unseren Blick auf das Wort richten, gepaart mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, die das Wort lebendig macht, gepaart mit dem Fokus auf Jesus der Person und was er sagt. Aber dem Jesus der Schrift, nicht dem Jesus unserer Theologie oder der Theologie von Menschen, sondern der Jesus der Schrift, der barmherzig mit Mitgefühl und Liebe auf dieser Welt umherging, aber gleichzeitig in der Gerechtigkeit und Radikalität des Vaters stand, wenn es um die Wahrheit ging. Der Löwe und das Lamm. Die Liebe und Barmherzigkeit und die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Bewahre dein Herz, denn es ist die Quelle alles Lebens. Es ist die Quelle, wo das Leben Gottes mit dem Leben deines Herzens in Kontakt kommt. Tiefe ruft der Tiefe zu. Dort begegnet man sich. Und darum versucht so vieles dein Herz zu beeinflussen, so vieles dein Herz hart zu machen, so vieles dein Herz zu vernebeln, so vieles dein Herz unsensibel zu machen. Dein Herz ist die Quelle der Begegnung des Vaters. Dort hörst du seine Stimme, die sagt, alles wird gut werden. Fürchte dich nicht. Gut, ihr Lieben, ich schaue mir jetzt mal die Fragen an, die ihr habt. Schreibt die bitte mal rein. Ich mache mir hier mein Fenster größer. Und dann nützen wir die letzte halbe Stunde noch für Fragen in Bezug auf das, was ich gesagt habe. Das nächste Mal wird es darum gehen, dass wir eben auf welche verschiedenen Arten redet Gott der Vater zu uns. Und das werden wir zwei Abende mindestens dran sein. Es kann durchaus sein, dass die Liste, die ihr bekommen habt in den verschiedenen Abenden, in den Themen, dass das ein bisschen sich zieht oder dass es nicht genau auf den Abend kommt. Aber ich möchte mit dem Tempo gehen, wie ich es empfinde, vom Geist Gottes her und nicht einfach so durchlaufen. Wenn es dran ist, durchzurennen, rennen wir durch. Wenn es dran ist, langsamer zu gehen, gehen wir langsamer. Gut, lass mich mal lesen. Okay. Okay, jemand schreibt, dass der Herr ihn freigemacht hat von einer Sache und ihn beschenkt hat mit einer schönen Ehe, mit einer tollen Beziehung, einer glücklichen Ehe, aber dass der Feind wiederkommt und versucht, die Person zu verführen mit diesen alten Dingen. Wie kann ich das wieder loswerden? Es wird immer Zeiten geben, solange wir auf dieser Erde sind, wo der Feind versucht, mit alten Dingen zurückzukommen. Sehr oft in Zeiten der Frustration und der Herausforderung. Wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wenn wir
unser Herz Gott in Frage stellt, seine Wege in Frage stellt, sich ungerecht behandelt fühlt, dann kommt der Feind mit falschen Tröstern. Trinken, Rauchen, Pornografie, der Job, alles, was den Platz von Jesus einnehmen kann und will, ist ein falscher Tröster. Und darum ist es wichtig, manchmal gibt es Zeiten, da müssen wir wie Josef es machen, der rannte mehr oder weniger zum Herrn, indem er sagte, ich kann meinem Gott dieses Unheil nicht antun. Manchmal müssen wir weglaufen. Die Bibel spricht auch davon, die Gefahr nicht im Gewandbausch, das Feuer nicht zu sammeln. Das spricht davon, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Es gibt Zeiten, da ist es auch ein Schutz, sich jemand anzuvertrauen, dem man dann Rechenschaft ablegt, im gewissen Zeitraum, der nachfragen darf, wie steht's da, wo man Buße tut, immer wieder die Sachen ans Licht bringt. Sie bekommen Kraft, wenn sie im Dunkeln sind. Und die Kraft wird schon sehr oft genommen. Es gibt diese intensive Zeiten der Attacken des Feindes, sehr oft kurz bevor wir von Gott befördert werden oder kurz bevor wir vor einem Durchbruch stehen. So, nutze diese Möglichkeiten, um letztendlich dich zu schützen, Hilfe zu suchen woanders, dein Herz immer wieder vor Gott auszuschütten und aufzupassen, mehr wachsamer zu. Wenn man eine Wunde hat, die aufgebrochen ist wieder, gibt man ihr besondere Beachtung. Und so ist es mit einer alten Sache, die versucht zurückzukommen, nicht den Angriffen Beachtung geben, aber sich bewusst sein, dass man im Moment angreifbarer ist und an die Ursache dran zu gehen, warum man so offen ist plötzlich für diese falschen Tröster. Ist nicht immer gesagt, dass der Partner die richtige Person ist, um darüber zu sprechen. Das hängt davon ab, wie reif der Partner ist, wie er diese Dinge ertragen kann. Zum Beispiel im Bereich der Pornografie kann es sein, wenn ein Mann mit seiner Frau spricht, dass sie dann diese Lüge des Feindes glaubt, ich bin nicht genug, deswegen guckt er zu anderen Dingen hin. Also da muss man abwägen, da kann man auch, eine oder andere Frau kann das handeln in Gott, kann sagen, gut, ich verstehe das, Schatz, das bist nicht du und da gehen wir gemeinsam durch. Für die eine oder andere kann es ein Problem sein, da muss man sehr weise sein. Früher hat man sich auf Menschen, auf das, was ich von Gott gehört habe, verlasse. Viele ist auch eingetroffen. Irgendwann bin ich so unter Druck gekommen, weil man sich auf das gestützt hat, bis mir das alles zu viel war. Wollte ich nicht mehr weitergeben, nicht mehr hören. Ich hörte dann auch nichts mehr. Mir war nicht bewusst, was ich damit angerichtet habe. Jetzt lerne ich wieder ganz neu. Es ist schwer, sich die Zeit zu nehmen. Ich bin am Lernen. Es ist was ganz Normales. Also die Person ist geschrieben, das ist ein ganz normaler Prozess, den die meisten von uns durchlaufen. Wenn wir mit Prophetie in Kontakt kommen, in dem Reden Gottes, am Anfang ist diese Aufbruchstimmung, diese Begeisterung, wir wollen hören, wir wollen gehorchen, wir wollen alles richtig machen. Und dann kriegen wir Prophetien, wir sammeln die, wir hören die, wir warten darauf, wir versuchen sie zu erfüllen oder wir tun es nicht, wir fragen uns, was sollen wir tun? Und dann irgendwann kommt es an den Punkt, wo wir dann noch denken, es kommt bald und dann kommt es doch nicht bald und die Zeit vergeht und Dinge sehen anders aus und das alles kann einen gewissen Frust in unserem Leben verbreiten. Das ist normal und es passiert.